Ich grüße dich aufs Herzlichste. Schön, dass du dir heute wieder deine Zeit nimmst und mir lauscht. Frida Kahlo war die berühmteste Malerin Mexikos. Sie lebte von 1907 bis 1954. Ihr Leben und ihr persönlicher Werdegang waren geprägt. Eine feministische Ikone, die uns immer wieder in Staunen versetzte. Frida war verheiratet und ihre Beziehung mit ihrem Ehemann war sehr turbulent. Einst sagte Frida beeindruckende Worte zu ihrem geliebten Mann: Lauscht mir und fühlt selbst hinein, was es mit euch macht. Sie sagte: Ich bitte dich nicht, mich zu küssen oder dich bei mir zu entschuldigen, wenn ich denke, dass du nicht das Richtige getan hast. Ich werde dich nicht bitten, mich zu halten, wenn ich es am meisten brauche. Ich bitte dich nicht, mir zu sagen, wie schön ich bin, auch wenn es eine Lüge ist, oder mir etwas Nettes zu schreiben. Ich werde dich nicht einmal bitten, mir zu erzählen, wie dein Tag war, oder mir zu sagen, dass du mich vermisst. Ich werde dich nicht bitten, mir für alles zu danken, was ich für dich tue, oder für mich da zu sein, wenn meine Seele ertrinkt. Und ich werde dich nicht bitten, mich bei meinen Entscheidungen zu unterstützen. Ich werde dich nicht bitten, mir zuzuhören, wenn ich 1000 Geschichten zu erzählen habe. Ich werde um nichts bitten, nicht einmal für immer bei mir zu bleiben. Denn wenn ich dich um all das bitten und bitten muss, will ich dich und das alles nicht mehr. Beeindruckende Worte. Eine flehende Liebe wird niemals erhört werden und wird früher oder später zerbrechen. Was kann ich für den geliebten Menschen tun? Und was kann mein Gegenüber mir bieten? Ein Geben und Nehmen, damit Liebe aus freiem Herzen sprudelt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe und bis bald.